Jo Leute, Maxstar hier. Und bevor es losgeht, wollte ich euch noch etwas ganz Kleines informieren, Leute. Und zwar kommen wir heute zu einem etwas speziellen Video. Und zwar werden wir heute einmal testen, normal Fortnite in Epic Games, wie ihr sie ja alle kennt, und einmal Fortnite in Roblox. Und wir werden natürlich mal die Unterschiede ein bisschen aufzählen. Und ich werde dann auch schauen, wo ich dann besser bin, ob Fortnite Battle Royale in Epic Games, wie ihr sie alle kennt, oder in Roblox, Leute. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich. Bis dann. So, Leute, wie ihr ja sehen könnt, bin ich jetzt in Fortnite Battle Royale in Epic Games, also im normalen Fortnite. Und werde jetzt natürlich eine Runde mal auf Solo starten. Und zwar ist immer noch dieser Fortnite-Albträume-Modus da. Finde ich auch gut, weil so kann man auch ein bisschen mehr testen, obwohl jetzt das eigentlich nicht viel mit dem Halloween-Modus zu tun hat, das wo wir jetzt machen. Aber wir können auch so mal testen an den Monster, wie gut dass wir etwas sind mit dem Zielen und in der Geschwindigkeit und so weiter. Und wir werden dann das Ganze später noch bei Roblox anschauen mit dem Fortnite Modus, also Spiel. Und zuerst habe ich mal gedacht, wenn wir jetzt mal da beginnen mit dem normalen Fortnite, das wir alle kennen. Und nachher, nach dieser Runde, würde ich dann mal sagen, wenn jetzt die Runde ein bisschen zu schnell geht und falls ich jetzt zu schnell abgeschossen werde, werde ich es nochmals wiederholen, eine Runde. Aber ich teste jetzt mal, wo ich dann besser bin. Und das ist auch gut so, dass es da noch dieser Halloween-Modus drin ist, weil so kann ich auch testen, wie stark ich gegen die Monster jetzt antreten kann und wie stark ich in Roblox bei Fortnite bin. Weil dort ist es nämlich auch ein bisschen einfacher gemacht, zumindest nicht immer, aber manchmal. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache. So, natürlich werde ich jetzt nicht an bekannten Orten landen. Weil sonst werde ich ja wieder sofort abgeschossen, wie ihr mich ja kennt. Und eben, falls ich irgendwo neben draußen abgeschossen werde, werde ich nochmals eine Partie erneut starten. Ich möchte jetzt mal zuerst an einen weniger beliebten Ort hin, wo es ein bisschen weniger Leute hat. Ich springe jetzt zum Beispiel jetzt mal da ab und gehe ein bisschen nach neben draußen. Einfach nicht zu einer Stadt oder Ort, wo es viele Gegner hat. Lieber zu einem Ort, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und ich gehe jetzt nämlich mal. Ja, jetzt ist eine gute Frage, wo wir hingehen sollen, weil wir dürfen nicht an so großen Orten hin. Ich gehe jetzt mal zu diesem Hüttchen da. Zu diesem Hüttchen da hinten gehe ich jetzt mal hin. Ich hoffe natürlich, dass mir da kein Gegner folgt. Okay, nee. Bis jetzt sehe ich noch keinen Gegner gesichtet, Leute. Auch gut so. Und falls ich halt früher abgeschossen werde, also falls ich nachher einfach abgeschossen werde, dann Pech. Aber ihr wisst ja alle ungefähr, wie gut dass ich in Fortnite bin. Also ihr könnt mich ja eigentlich selber schon einschätzen. Von daher finde ich das eigentlich jetzt nicht so ein großes Problem. Jetzt ist nur das Problem, wir müssen nämlich so schnell wie möglich eine Waffe kriegen, weil sonst ist es ja klar, dass wir keine Chance haben. So. Jetzt mal da rein. Da haben wir jetzt mal eine Waffe. Sehr gut. So, ein bisschen Material wenigstens schon ein bisschen früher besorgen. Ich mache jetzt da mal zur Sicherheit die Türe zu. So, ob ich immer noch die Monster abschießen kann, ob die Blöcke mit den Monstern noch auftauchen. Das kann ich leider nicht bestätigen. Okay. So, Leute, wie ihr ja sehen könnt, ist es gerade da. Und das ist auch gut so. So, jetzt kommen die Monster. So. Ein Schuss, zwei Schüsse, da haben wir jetzt gerade die Granaten und natürlich sammle ich die Munition auch ein. So, Leute, ich werde jetzt das Ganze natürlich, bin jetzt da ganz schnell dran, werde es natürlich weiter so machen. Oh nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir treten zuerst mal gegen die Monster an, Leute, weil das ist auch wichtig, weil ihr wisst ja, die Gegner werden mich ja. Die schießen mich fast immer sofort ab. So, danke schön für die Waffe. Was ich einfach mega geil noch finde, diese Monster haben noch Munition drin. So, bis jetzt könnt ihr das schon sehr gut erkennen, also habe ich jetzt gute Chancen.
Also es ist auch eigentlich einfach gegen die Monster, aber ich möchte nur mal schauen, wo ich vielleicht noch ein Tick besser gewesen bin. Weil das kann man auch an den Monster gut erkennen. Das muss man nicht immer nur an den Online-Gegnern erkennen, weil die sind ja eh fast alle besser als ich. Also die meisten, sag ich mal. Und deswegen möchte ich es mal bei den Monster ausprobieren, weil die Gegner sind eh alle besser als ich da in Fortnite. Deswegen probiere ich das bei den Monstern mal aus. Okay, das hat jetzt dreimal einen Schuss gebraucht. Vorhin gab es nur zweimal bei diesem großen Riesenmonster. Bei dem gab es eigentlich nur einmal. Aber gut so, dass so mehr Munition gibt. So. Okay, die letzten Monster sind noch hier. So. Leider können wir jetzt nicht auf die Killanzahl schauen, aber ich kann es dann sonst nachher mal nachsehen. So. Okay. Jetzt kann ich es auf jeden Fall nicht ansehen. Ich mache mal schnell kurz, warte mal. Ah, die Kills werden ja hier oben angezeigt, genau. Okay, Leute, wie ihr ja seht, haben wir 27 Kills. Ich kann jetzt da nämlich auch die Facecam da ein bisschen runterschieben, so. Also 27 Kills haben wir. Schon mal nicht schlecht. Eigentlich möchte ich jetzt lieber die Facecam wieder hier oben platzieren. So. So, damit es da nicht zu fest in den Weg kommt. Ja, seht ihr. Es fängt schon an. Okay. Ja, Leute, das ist jetzt ein bisschen eine blöde Situation. Warte mal. Ich mache sonst die Facecam. So, so habe ich es letztes Mal auch gehabt. So, jetzt sind wir wieder voll im Spiel, Leute. Facecam ein bisschen kleiner gemacht. Jetzt müssen wir mal gegen die Gegner antreten. Falls hier irgendwo sich Gegner befinden. Okay, ich probiere das zumindest mal. Also wir haben 27 Kills, wie es ja sieht. Und da kommen schon die nächsten Monster. So, ich probiere es jetzt einmal mit einer anderen Waffe noch aus. Okay, das war ganz schlecht. Okay, das brauchte einen Schuss. So, ich möchte jetzt mal in die Richtung, und zwar möchte ich jetzt langsam ein bisschen die Gegner angreifen. So, okay. Ich würde mal direkt raten, wir sind jetzt ja bei Wailing Woods. Ich denke, da sollte sie eigentlich genügend Gegner haben, weil es sollte ja bei jeder Stadt irgendwie ein paar Gegner haben. Aber die sind jetzt wahrscheinlich alle wieder mitten in die Zone gelaufen. Das heißt, wir müssen jetzt mitten in die Zone laufen. Material haben wir eigentlich schon genügend, also sollten wir vielleicht noch ein bisschen mehr einsammeln, aber für die nächste Zeit da in Fortnite wird das jetzt mal reichen, nehme ich jetzt mal an. So, okay, wir sind immer noch in Wailing Woods und wir gehen jetzt mal in eine andere Stadt, Leute. Bis jetzt könnt ihr ja erkennen, also da sind keine Gegner, die sind wahrscheinlich alle geflüchtet, weil sie wahrscheinlich keine Lust haben, diese Monster hier abzuschießen. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Könnte sein, aber muss nicht unbedingt sein. Okay. Da könnte schon jemand gewesen sein, ja. Okay. Okay, da war ein Monster. So. Da haben wir noch Munition, Waffen. Okay, respektiv, ja. Okay, diese Waffe nehme ich jetzt. So, bitte nicht mich angreifen. Ich möchte jetzt nämlich da fortgehen. So, wir gehen mal zu Tomato Temple. Oh, ich könnte jetzt da eigentlich den Fallschirm aufmachen, aber nee, geht anscheinend nicht. Okay, so. Wir sind bei Tomato Temple, so. Und jetzt würde ich mal sagen, wir... schauen mal, ob es da genügend Gegner hat. Aber ihr wisst ja, die Gegner kommen immer so überrascht. Oh, da hat es schon ein paar, ja. Okay. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Leute, ihr wisst es. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Jetzt geht es langsam an die Reihe. Und zwar, dass ich jetzt nicht nur die Monster angreife, sondern ich probiere es jetzt auch mit Gegnern. Wir haben ja schon 31 Kills haben wir jetzt insgesamt. Vorhin war es 27, okay, 31 sind es jetzt bei den Monster, die wir getötet haben.
Und jetzt, also 31 Monster haben wir getötet, aber noch... Okay, ich baue jetzt mal auch mal. So. Dankeschön. Dankeschön. Okay. So, leider war er ein bisschen schneller als ich, aber war auf jeden Fall nicht schlecht. Für den Anfang, also war jetzt mal nicht schlecht. Wir haben alles gegeben, was natürlich nötig war. So, ihr habt jetzt gesehen, Leute, wie es war. Und das Menü und so weiter mit den Skins und so kennt ihr ja. Das wird nämlich auch noch anders sein bei Roblox in und diesen Shop und so weiter. Das wird nämlich auch anders sein bei Roblox, also Fortnite in Roblox. Diese Unterschiede werde ich euch dann nachher noch kurz zusammenfassen und erklären. Kann ich dann nachher machen, ich würde mal sagen. Wir sehen jetzt uns gleich. Ich werde jetzt mal Fortnite Battle Royale in Roblox testen und würde sagen, wir sehen uns gleich. Bis dann. Haut rein. So, wie ihr jetzt sehen könnt, ich habe schon gewechselt. Und zwar seht ihr es jetzt da, Fortnite Battle Royale in Roblox. Und zwar würde ich mal sagen, dieses Spiel heißt nämlich Fortnite Simulator Season 6. Und ihr könnt ja darauf schon ziemlich geile Bilder sehen. Es ist nicht alles ganz so gemacht und ist noch nicht alles so fortgeschritten wie in Epic Games. Das ist auch etwas anderes, Roblox. Das kann man da auch nicht ganz genau vergleichen. Das kann ich euch jetzt dann sonst nachher gleich mal aufzählen. So, ich würde mal sagen, wir beginnen mal gleich. So, Leute, ihr könnt ja schon am Anfang an erkennen, am Titel, also am Menü, es gibt nicht so viele Auswahlen. Also es ist zwar genau gleich wie in Epic Games mit den Knöpfen und so weiter, aber das erste, was ihr schon mal erkennen könnt, ich kann jetzt auf Home, Game Pass, ich kann jetzt da Sachen kaufen. Skin, das ist genau gleich, kann man da auch kaufen. Und das ist für Hilfe. Also ihr seht, das Menü ist nicht genau gleich. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt direkt mal mit einer Runde Solo. Und den Modus kann man übrigens auch nicht wechseln. Okay. So, wir schauen jetzt uns das Ganze an. Also, das mit dem Battle Bus, kann man schon mal sagen, ist genau gleich wie in Epic Games. Und was natürlich auch jetzt der Unterschied ist, man konnte einfach die Leertaste drücken. Das kann man da nicht. Man muss auf True drücken. Und was ihr schon mal erkennen könnt, wenn ich jetzt da fliege, ich kann jetzt einfach so losmachen und wenn ich jetzt loslassen würde, wäre ich tot, wenn ich jetzt da den Fallschirm nicht angemacht hätte. Also das heißt, ich würde jetzt einfach den Fallschirm, ich kann ihn anmachen, den Fallschirm, wenn ich möchte, was ich zum einen auch besser finde als Fortnite in Epic Games, muss ich wirklich sagen, Leute. Und was ich aber zum einen auch doof finde, wenn man da, dass der nicht automatisch ausfährt, der Gleitschirm, hat auch einen Nachteil, denn man kann einfach nachher sterben. Und das ist natürlich auch nicht so toll. Ja, und ihr seht wieder, wir haben jetzt die erste Chest schon geöffnet. Wir haben jetzt eine Waffe erhalten. Natürlich noch ein paar Holzstücke und einen Schildtrank. Den trinken wir mal. So, also. Leute, ihr habt jetzt gesehen, das Ganze. Also er trinkt das auf jeden Fall viel, viel schneller. Dieses Mini-Schild. Und vor allem, man springt höher. Also, es hat auf jeden Fall sicher Vor- und Nachteile, die ihr natürlich erkennen könnt. Ja, ich würde mal sagen, wir werden jetzt mal gleich direkt anfangen, Gegner zu angreifen. So, und was natürlich auch mega geil ist, Leute, man hat unbegrenzt Munition. Also man hat unbegrenzt, kann man da einfach schießen, ohne dass man da Munition einsammeln muss. Also einfach Applaus. Es hat einfach beides, würde ich sagen. Jetzt schon kann ich euch das sagen, es hat Vor- und Nachteile, die man einfach berücksichtigen muss und die halt einfach nicht gleich sind und man halt nicht vergleichen kann. So, ich werde jetzt mal probieren, Gegner zu angreifen zu gehen. Mal, falls ich wieder zu früh sterbe, werde ich einen Neustart machen, denn das können wir jetzt eigentlich so viel mal wiederholen, wie wir möchten. Ich meine, es ist nicht so,
kann ich mal das ganze Menü da zeigen. Ist nicht so, dass wir jetzt da irgendwie, da gibt es auch eine Rangliste und so weiter, aber es ist nicht so, dass es jetzt mit Kills und so weiter. Warte mal, doch. Da kann man jetzt, glaube ich, schauen, Kills und so weiter. Aber die Anzeige ist auf jeden Fall alles viel anders. Okay. Ja, ihr seht, jemand hat mich abgesniped. Also das sind auf jeden Fall Punkte, die ziemlich realistisch wirken, aber das mit dem Menü und so weiter. Und ihr seht, man kann schon am Anfang an, ohne dass der Battle Bus gehalten hat, kann man hier schon abspringen. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Unterschiede hier, was ich natürlich sagen muss. Ich könnte bis morgen alles erzählen, was der Unterschied ist, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, jetzt mal direkt die Chest öffnen und da seht ihr, man hat auch nicht so viele Sachen wie in Epic Games bei Fortnite. So, und wir haben jetzt schon ein Lama entdeckt, das ich jetzt mal gerne holen würde. Okay. Nehmen wir mal dieses... Das geht? Okay, das geht nicht. Ich nehme sonst mal diese Axt. So. Okay, das Lama muss man anscheinend kaufen, was ich zum einen auch ziemlich doof und unrealistisch finde. Okay. So. Von der Grafik her kann man auch noch sagen, Leute, also wirklich komplette Unterschiede. So, das ist jetzt die Minigun. Das ist die Minigun in Roblox. Also Leute, jetzt bin ich wieder abgesniped worden. Okay, das war jetzt ein bisschen überraschend. So, ich habe jetzt etwa zweimal habe ich jetzt neu gestartet, Leute. Und ihr könnt ja direkt jetzt schon, habt ihr ja gesehen, was die Unterschiede sind. Und ich werde euch das kurz nochmals zusammenfassen, Leute. Und ja, ich würde sagen, das war es jetzt auch schon. Ich habe euch diese zwei Sachen vorgestellt und... ja, ich würde sagen, ich werde euch noch gleich sagen, was die Unterschiede sind dazwischen. Also der Unterschied zwischen Fortnite in Epic Games und Fortnite in Roblox. Ja, das war's auf jeden Fall und ich würde sagen, bis gleich, Leute, nochmals. So, Leute, kommen wir mal direkt zum ersten Unterschied von Fortnite in Epic Games und Fortnite in Roblox. Wir schauen jetzt uns mal an, nämlich in dieser Folge, was der Unterschied ist von Fortnite in Roblox. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mal gleich und schauen mal das Ganze an. So, ihr wisst ja noch von vorhin das Menü. Wisst ihr ja, da kann man ja Skins kaufen. Das ist also genau der erste Punkt, wo es genau gleich ist. Und zwar seht ihr ja, das Menü ist ja an sich eigentlich... genau gleich oder sagen wir mal ähnlich. Das mit dem Gegenstandshop und so weiter ist eigentlich ähnlich, kann man sagen, mit dem Skins und so weiter. Und dann haben wir ja natürlich da auch noch ausprobiert, jetzt habe ich da noch das Ganze da. Dann haben wir da noch natürlich ausprobiert, ob man da auch irgendwie noch welchen Spielmodus da noch ändern kann. Und ihr seht ja da direkt, dass man das nicht kann. Und ja... ich würde mal sagen, wir gehen mal zum zweiten Punkt, den wir auch noch in diesem Video sehen können, den wir direkt erkennen können, und zwar zum Battle Bus. Die Grafik ist ja klar, dass die eigentlich anders ist, und zwar seht ihr ja, dass wir da auf Drop drücken müssen und dass wir dann auch beim Fallschirmspringen nicht können, automatisch, dass der Fallschirm nicht automatisch ausfährt, sondern... dass wir das selber machen müssen, den Fallschirm an- und ausmachen. Und das ist natürlich der zweite Effekt, der es hier in Roblox bei, also beim Fortnite-Spiel gibt. Und dann kommen wir gleich zum dritten Punkt, den wir hier sehen können. Und zwar, als wir ja hier die Chest öffnen, seht ihr, es hat nicht viele Gegenstände drin. Da ist vielleicht einmal ein Holz, einmal eine Waffe und einmal eine Axt und einmal ein Minischild. Und das seht ihr jetzt alles. Und da haben wir einmal ein Minischild, das ganz schnell getrunken wird. Und sonst gibt es da auch nicht viel. Und zum dritten Punkt oder vierten Punkt, das Trampolin. Und zwar, man kann eindeutig viel höher springen. Also man kann höher springen und man muss dabei nicht den Fallschirm aktivieren. Oder der wird nicht unbedingt
Also den kann man aktivieren, wenn man möchte, aber es kommt kein Zeichen, dass man den aktivieren möchte. Und was natürlich auch der vierte Fakt ist, dass die Waffen in Fortnite, in Roblox natürlich endlos schießen. Also unbegrenzt kann man das schießen. Und zwar muss man da nie neue Munition einsammeln und so weiter. Man kann einfach endlos schießen, Leute. Einfach endlos kann man da schießen. Und was natürlich auch ein bisschen unnötig ist, die Gegenstände hier muss man halt leider kaufen. Es gibt wirklich Gegenstände, wie jetzt zum Beispiel, wenn man da einen Golf fangen möchte, muss man den kaufen, was ich zu meinen nicht so realistisch finde. Und das sollten sie auf jeden Fall verbessern in Roblox, finde ich, wenn sie den Fortnite-Modus ein bisschen beliebter machen möchten. Und ja, ihr könnt ja direkt schon erkennen, eben, da habe ich ja einen Gegner nachher getroffen. In diesem Video von vorhin. Da könnt ihr es ja sehen, da ist die Killanzahl und so weiter. Und, oder besser gesagt, die Rangliste oder wie man es auch besser benennen will. Ja. Und das Blöde ist auch, also, es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass man da irgendwie eine gute Waffe zieht. Die Wahrscheinlichkeit ist mega, mega klein. Und ich finde das auf jeden Fall ziemlich schade, muss ich sagen. Aber zum einen kann es auch für Roblox wirklich auch fair gemacht sein. Ich finde, da sollten sie ein bisschen noch das Zeug verbessern. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr so viel, was man hier eigentlich erkennen könnte. Also falls ihr noch etwas wisst, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und was ich auch ein bisschen unrealistisch finde, dass die Minigun, dass man die so hoch halten kann. Und normalerweise ist die eigentlich unten. Und was auch noch ganz speziell ist beim Lama, kann man da nämlich sehen. Das Lama muss man kaufen, was natürlich auch anders ist bei Epic Games, bei Fortnite, was man überhaupt nicht vergleichen kann. Und da muss ich wirklich sagen, also einfach alles perfekt gemacht von Epic Games. Die haben anscheinend auch noch ein neues Game auf den Markt, glaube ich, gebracht oder respektiv neu auf den Store hinzugefügt, wie auch immer. Ja, und was ich halt auch finde, dass sie ein bisschen mit dem Scharfschützengewehr ein bisschen anders reagieren sollten, dass es ein bisschen schwieriger sein sollte, von der Distanz einen Gegner abzuschießen. Und das waren auf jeden Fall die Dinge, die ich euch sagen wollte. Und falls ich etwas vergessen habe oder ihr weitere Sachen wisst, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Das war natürlich der Unterschied. Ich wollte nur mal einen Test machen, Leute, heute in diesem Let's Play, was der Unterschied so ist zwischen normalem Fortnite und Fortnite in Roblox, Leute. Und ihr habt sie jetzt definitiv erkennt, Leute. Und ich würde sagen, das war's auch schon. Ich habe euch jetzt das noch kurz zusammengefasst und würde sagen, Leute, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.